Hi Kinder, so für euch heute mal wieder ein klasse Leckerbissen, und zwar spielen wir Solitär. Ja, es gibt so Spiele, die jeder Let's Player einfach mal durchgemacht haben soll, und Solitär ist eins davon. Also, dann wollen wir mal, neues Spiel. Soll hier nicht eigentlich Sound sein? Wollen wir mal Optionen, eine ziehen, drei ziehen, Sounds wiedergeben, ja, da weiß ich Bescheid. So, Vegas spielen wir nicht, wir spielen hier mit einer Karte. Vegas kann ich nämlich nicht, da bin ich ein bisschen zu blöd zu. Und ich muss jetzt erstmal in meinem Arsch grapschen, weil ich gerade noch wieder auf meinem dicken Portemonnaie liege. Sitze. Hey. Aufrecht, so gesehen. Okay, dann wollen wir mal. Hier, der Junge kommt mal auf die Königin. Dann hier die 10, leider die falsche Farbe. Dann gucken wir mal hier. Nee, da passt nichts mehr. So, gehen wir mal. Ach ja, geil. Hey, was denn? Doppelklicken und mit der rechten Maustaste klicken. Doppelklicken Sie auf eine Karte, um sie an den Zielstapel zu senden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hintergrund und alle in Frage kommenden Karten an den Zielstapel zu senden. Das Klicken mit der rechten Maustaste ermöglicht ein schnelles Spielende, wenn die Karten alle der Reihenfolge nach angeordnet sind. Ach so. Na denn, FFN. Ich kriege übrigens 300 Euro für diesen Spruch. Trollololol. Ja, komm, gib mir mal was Gutes. Kann ich den hier auch so da drunter schieben? So. Nee, das klappt nicht. 5, ja, die 5, die können wir doch gerne mal irgendwo für benutzen. Wenn wir mal einen Buckel runterrutschen, können die 5. Wie viel 6 haben wir hier? Was soll das? Ein Ass. So, geil. Dann kann ich das Ass hier rüber und zack. Uhuhu. Ja, das bringt mich jetzt aber nicht weiter. Wenn ich eine 7 hätte, könnte ich hier frei machen. Habe ich aber nicht. Judas. Ah, da haben wir schon. Schön. So muss das. Ist klasse, ne? Ach, eine 10. Jetzt noch eine schwarze 9 und ein. Boah, da läuft, Mädels, da läuft. Wisst ihr, was ich gerne mal wissen würde? Ich würde gerne mal erfahren, wie viele berufliche Existenzen durch dieses Spiel schon zerstört wurden. Also, weiß ich, irgendwie so eine Firma, sagen wir mal, Durchschnittsfirma, die Capitol. Sitzt da Ernie, guckt sich nicht Tierpornos. Oh, Spoiler. Tut mir leid, ich habe leider schon die fünfte Staffel Stromberg durchgeguckt. Ich habe mir einfach die DVD-Box gekauft. Ich konnte nicht anders.